Hallo, liebe Yogi, schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich einen Flow für dich für Unterrücken, Rücken und Hüftebereich. Also wenn du vielleicht ab und zu mal so ein bisschen Unterrückenschmerzen hast, dann mach diese Flow mal mit und guck mal, wie du dich fühlst nachher. Also alles wird mal so immer wichtig, wenn man Unterrückenprobleme hat, ist es auch wichtig, die Hüfte zu öffnen. So erwarte auch ziemlich viele Hüftöffner, leichte Vorbeuge, also nicht zu tief. Immer auf diese Bewegung achten von deiner Hüfte aus. Also richtig das Becken kippen, die richtige Bewegung machen. Und das kann man dann immer am besten machen mit leicht gebeugten Knie. Also viel Spaß dabei, achte darauf, Autoplay abschalten und am Ende kommen wir wieder ganz schön zusammen in Shavasana. Danke. So, und heute fangen wir an in eine sitzende Haltung. Also bequem für dich, Schneidersitz oder vielleicht eine halbe Lotus. Guck mal, was dir passt heute. Vielleicht auf die Knie. Bring mal also Daumen und Zeigefinger zusammen, ganz leicht. Nicht so hart drücken. Streck deine Arme. Zieh die Schultern weg nach hinten, Bauchnabel nach innen. Mach deinen Rücken lang. Schultern weg von deinen Ohren. Alles mal locker. Raum machen in deinen Körper für deinen Atem. Schließ jetzt die Augen. Atme durch die Nase ein und aus. Entspann dabei deine Kiefergelenke und deinen Mund. Und atme ein bisschen tiefer und kräftiger in deine Brust. Deine Brust sich nach oben bewegt bei jeder Einatmung. Und wie du dich erdest durch deinen Beckenboden bei jeder Ausatmung. Und lass langsam deine Gedanken gehen. Komm an im Hier und Jetzt, dir bewusst deine Atem und deines Körpers. Bring deine Aufmerksamkeit Richtung dein Becken. Deine Lendenwirbelsäule. Schambein, und deine untere Bauchmuskeln. Und immer wieder, wenn die Gedanken kommen, dann schieb die zur Seite. Bleibe im Hier und Jetzt. Öffne die Augen und setze dich jetzt ein bisschen höher auf die Knie. Bring die Hände zusammen vor deine Brust, langer Rücken, Schultern weg von deinen Ohren, Hände zusammen, Anjali Mudra. Atme ein, bring jetzt die Arme hoch, Hände bleiben zusammen. Atme aus, beug die Ellbogen. Kopf wieder nach vorne, Ellbogen Richtung Decke. Einatmen, wieder lang. Handfläche nach vorne, atmen aus. Fühl die Schwerkraft. Und mit Einatmung öffne deine Brust, lass die Bewegung fließen. Atmen aus, bring die Hände in Räuberleiter, entspann die Schultern. Und mit einer Einatmung nochmal, zieh die Arme nach hinten, Blick nach oben, Brust geöffnet, Arme aus, komm jetzt nach vorne und bring die Arme nur so weit du kannst nach vorne, vielleicht dein Kopf auf deine Matte,
Bleibe hier. Und bei der nächsten Ausatmung bring die Arme wieder runter. Hände neben deine Knie. Atme ein, drück dich wieder hoch. Aus, Anjali Mudra. Nochmal ein, hoch. Aus, beug die Ellbogen. Ein, wieder hoch. Blick mit nach oben. Handfläche nach vorne. Atme aus. Fühl, wie schwer du wirst. Ein, lass die Bewegung fließen auf deinen Atem. Öffne deine Brust. Atme aus. Hände in Räuberleiter. Einatme nochmal. Kräftig. Zieh die Arme nach hinten. Schulterblätter zusammen. Bei der Ausatmung komm wieder nach vorne. Bring die Arme so weit du kannst über deinen Rücken nach vorne. Und bei der nächsten Ausatmung wieder runter. Atme ein, drück dich wieder hoch. So, und komm jetzt in deinen Vierfüßler. Für Katze Kuh, Hände unter die Schultern, Arme gestreckt, Knie unter die Hüfte. Und mit Einatmen komm in einen Kuh. Schulter nach hinten, Brust geöffnet. Atme aus, mach dich rund in Katze. Steißbein nach unten, Kinn Richtung deine Brust, Flexion am Rücken und mach weiter in deinen Atemrhythmus. Bauchnabel nach innen. Der nächste Ausatmung, komm jetzt in deine Kindhaltung, aber öffne mal die Hüfte, nur die großen Zehen zusammen, die Knie vielleicht Außenseite deiner Matte und komm langsam nach unten. Vielleicht dein Stirn auf deine Matte, die Arme nach vorne abgelegt, wie du möchtest. Und entspann dich mal in Malasana, ein ganz toller Hüftöffner. Und atme ein paar Mal tief ein und aus. Lass die Verspannungen gehen. Öffne die Hüfte. Und versuch loszulassen bei jeder Ausatmung. Bring die Arme, die Hände wieder schulterbreit. Knie wieder zusammen. Reiß die Finger, Nacken entspannt und komm jetzt auf die Zehen, atme ein, Knie hoch, aus, drück dich nach hinten in herabschauende Hund und erste herabschauende Hund, gib deinem Körper wieder die Zeit, sich aufzuwärmen, zu dehnen, mach eine kleine Laufbewegung, beweg die Beine, die Hüfte, die Füße, ja, mal gucken, was du jetzt brauchst, abhängig, ob du jetzt morgens diese Flow machst oder abends, dein Körper fühlt sich wieder ganz anders an und akzeptier das. Bauchnabel nach innen, Steißbein Richtung Decke und die Kiefergelenke bleiben entspannt, achte darauf. So, jetzt laufen wir die Füße nach vorne, nur bis auf die Hälfte. Beugt die Knie und komm in eine leichte Vorbeuge. Oberkörper auf die Oberschenkel, greift deine Ellbogen. Vielleicht die Füße ein bisschen mehr auseinander, wie du möchtest. Schaukel dich ein bisschen von links nach rechts. Und auch jetzt wieder Entspannung finden. In diese Vorbeuge. Nacken entspannt, alles locker. Drück weg von deinen Bandscheiben. Und bring jetzt deine rechte Hand vor deine Füße. Mit einer Einatmung öffne dich über links und versuch das linke Bein zu strecken. Eine Rotation, bleibe hier
Blick nach oben, mach dich lang durch die Fingerspitzen. Und atme aus, wechsel jetzt ab. Linke Hand auf deine Matte und öffne dich mit einer Einatmung über rechts. Versuch das rechte Bein zu strecken. Wenn es nicht geht, dann nicht. Nur versuchen, langsam. Und aus, wieder runter. So, jetzt bring die Füße und die Knie zusammen. Ein bisschen tiefer durch die Knie. Gewicht nach hinten auf die Ferse, spann dein Po an. Und erstmal mit einer Einatmung zieh die Arme nach hinten, komm ein bisschen höher, öffne deine Brust, Rücken lang. Und jetzt mit einer Einatmung ein bisschen höher, Arme gestreckt nach vorne und nach oben. Blick Richtung deine Hände. Utkatasana, Blitz. Und nächste Einatmung, wieder lang. Und aus. Samasthiti. So, jetzt nach vorne, ein kleiner Schritt. Hände vor deine Brust, Füße, Hüfte breit. Spür die Kraft in deine Beine, deine Füße, Becken neutral. Tiefe, kräftige Brustatmung. Arme ein, Arme hoch. Aus, beugt die Ellbogen, Kopf wieder nach vorne. Ein, wieder lang. Handfläche nach vorne, atme aus, bring die Arme runter. Lass die Bewegung wieder fließen, atme ein, öffne deine Brust. Aus, Hände in Räuberleiter. Atme ein, nochmal Arme nach hinten, Schulterblätter zusammen und bei der Ausatmung beugt die Knie, komm in eine leichte Vorbeuge und bring die Arme über deinen Rücken nach vorne, Nacken entspannt, Kopf hängen lassen, bleibe hier. Atme tief ein und aus. Und bei der nächsten Ausatmung, Arme wieder runter, rechte Hand vor deine Füße abstellen. Atme ein über links, aus, wieder runter. Und atme ein über rechts, aus, wieder runter. Jetzt kommen wir in ein Liegestütz, Yoga-Liegestütz, auf die Zehen. Die Beine sind kräftig, Arme gestreckt und die Schulter nach hinten. Bauchnabel nach innen und versuch dein Steißbein nach unten zu bringen, Richtung die Ferse. Benutz die Bauchmuskeln. Und jetzt langsam durch die, auf die Knie, durch die Ellbogen runter. Leg ab oder bleib hängen. Atme ein, heraufschauen Hund. Zieh dein Schambein hoch, Bauchnabel nach innen. Öffne deine Brust, bleibe hier. Und nächste Ausatmung, herabschauen Hund. So, und beweg dich in einen herabschauen Hund. Steißbein hoch, Rücken lang. Und jetzt das linke Knie auf deine Matte, bring deinen rechten Fuß nach vorne. Und komm jetzt in einen tiefen Stütz. Versuch das linke Bein so weit wie möglich zu strecken. Komm tief durch die Hüfte. Hände auf die Fingerspitzen. Immer auf dein Knie und dein Fußgelenk achten. Nicht dein Knie zu weit nach vorne bringen. So, Brust geöffnet, Kopf nach vorne. Nacken in Verlängerung der Wirbelsäule. Tiefe, kräftige Atmung. Fühl, was passiert in deinem Körper. Oh,
Und bei der nächsten Ausatmung versuch das rechte Bein so weit wie möglich zu strecken, über die Ferse zu rollen, langsam nach vorne kommen. Atme ein, wieder tiefer Stütz, Brust geöffnet. Atme aus, komm nach hinten, über die Ferse, Oberkörper nach vorne. Ein, wieder Brust geöffnet, tiefer Stütz. Aus, nochmal nach hinten. Und lass fließen, lass die Bewegung fließen auf deine Art. Ein, Brust geöffnet. Und das letzte Mal. Nochmal einatmen tief. Brust geöffnet. Und jetzt bring beide Hände in die Innenseite deines rechten Fußes und lauf dein rechter Fuß Richtung die Außenseite deiner Matte. Und bring jetzt deinen Fuß auf die Außenkante zusammen mit deinem Knie und beweg beide nach außen langsam und vorsichtig. Bleibe in dein tiefer Stütz und mach das nur so weit, wie das geht für dich. Langsam die Hüfte öffnen. Und mit jeder Ausatmung loslassen, vielleicht ein bisschen tiefer, aber sehr achtsam. Knie und Fuß bewegen sich zusammen. Wenn das jetzt leicht ist für dich, wenn das einfach geht, kannst du jetzt versuchen, langsam das linke Bein zu beugen. Beweg deinen Fuß, sodass du keinen Krampf kriegst in deinen Oberschenkel. So, bring deinen Fuß Richtung dein Po und vielleicht eine rechte Hand nach außen. Leichte Rotation, dreh deinen Körper mit, greif deinen Fuß an der Außenseite, wenn geht, und versuch nochmal deinen Fuß so weit wie möglich, aber vorsichtig Richtung dein Po zu bringen, Richtung dein Rücken. Wenn das nicht geht, dann lass deinen Fuß unten und fokussiere auf die Hüftöffner. Und mit der Ausatmung langsam wieder runter und komm zurück in eine Kindhaltung. Lass die Knie jetzt zusammen und bring deine Arme nach hinten, entspann deine Schultern, beweg dich ein bisschen von links nach rechts. Entspann die Hüfte. Und dann bring die Arme wieder nach vorne. Spreiz die Finger. Lauf die Hände über die Fingerspitze, so weit du kannst nach vorne. Mach dich lang. Und mit der nächsten Einatmung komm in deinen Vierfüßler. Komm auf die Zehen und atme aus in herabschauenden Hund. So, und jetzt für ein bisschen Kraft machen wir Liegestütz einatmen, herabschauenden Hund ausatmen. So, einatmen, Liegestütz, komm nach vorne, Arme gestreckt, Steißbein nach unten, aus, herabschauenden Hund. Ein, nach vorne, Liegestütz. Aus, herabschauender Hund. Ein, nach vorne, Liegestütz. Aus, herabschauender Hund. Noch einmal. Ein, Liegestütz. Aus, herabschauender Hund. Beweg dich noch ein bisschen in den herabschauenden Hund. Und bring jetzt rechte Knie auf deine Matte, linke Fuß nach vorne zwischen die Hände und komm jetzt in ein tiefer Stütz auf der linken Seite. Schieb das rechte Bein nach hinten und jetzt eine andere Seite. Also sei immer vorsichtig und links und rechts immer sehr unterschiedlich. Also guck mal, was passiert auf diese Seite. Vielleicht kommst du tiefer als auf der anderen Seite, vielleicht auch nicht, aber akzeptiere das. Und mach nur das, was geht. Hände auf die Fingerspitzen, atme ein, öffne deine Brust.
tief in die Hüfte, bei jeder Ausatmung ein bisschen loslassen, Verspannung loslassen. Oh, nächste Ausatmung über die Ferse, das Bein langsam strecken und nach hinten. Oberkörper nach vorn. Einatmen, wieder öffnen. Aus, nach hinten. Keine Vorbeuge hier. Ein, wieder Brust geöffnet. Aus. Tiefe Ausatmung. Ein, nochmal nach vorne. Und das letzte Mal nochmal aus. Versuch das Bein zu strecken. Und atme ein, komm wieder nach vorne. Brust geöffnet. Bring jetzt beide Hände in die Innenseite. Und lauf deinen Fuß wieder Richtung die Außenseite. Atme ein, mit einer Ausatmung, Fuß auf die Außenkante, zusammen mit deinem Knie, ein Teil, es bewegt sich wie ein Teil, langsam die Hüfte öffnen, aber wieder vorsichtig, bleib in dein tiefer Stütz, vielleicht bleibst du hier oder vielleicht möchtest du dein Knie beugen, achte wieder darauf, Fuß ein bisschen drehen, entspannen, ein Krampf im Oberschenkel ist nicht so toll. Wenn du Krampf kriegst, dann wieder zurückbringen und deinen Fuß wieder drehen und bewegen. Und bring langsam, wenn du möchtest, deine linke Hand nach hinten, greif die Außenseite deines Fußes und zieh vorsichtig deinen Fuß ein bisschen Richtung deinen Rücken, Richtung deinen Po. Öffne dich auf der linken Seite. Und atme tief ein und aus. Mit einer Ausatmung, bring dein Bein wieder langsam nach unten, dreh dich zurück zur Mitte und komm nochmal in deine Kindhaltung. Bring deine Arme nach hinten, entspann die Schultern und roll dich langsamer von links nach rechts. Von deiner Hüfte aus. Fühl die Kraft in deine Hüfte, fühl Raum in deine Hüfte und genieß dieses Gefühl. Genieß das, was du machst für deinen Körper. Bring die Arme wieder nach vorne. Mach dich lang über die Fingerspitzen. Atme ein, Vierfüßler, über die Zehen, langsam wieder zurück, ausatmen, den herabschauenden Hund. Bauchnabel nach innen, Nacken entspannt. Und immer wieder so ein bisschen bewegen, mal gucken, was dein Körper braucht. Und fühl, wie jedes Mal, wenn du den herabschauenden Hund kommst, wie das jedes Mal so ein bisschen leichter und entspannter wird. Erst der herabschauende Hund, alles noch ein bisschen steif. Kalt. Und jetzt ist dein Körper ein bisschen mehr aufgewärmt, sind die Muskeln gedehnt und kannst du vielleicht deinen herabschauenden Hund auch besser genießen. So, lauf die Füße wieder bis auf die Mitte und komm nochmal eine leichte Vorbeuge ausatmend. Greif die Ellbogen, vielleicht noch ein bisschen schaukeln von links nach rechts, Nacken entspannt. Rechte Hand vor deine Füße abstellen. Atme ein über links, linkes Bein gestreckt. Aus, wieder runter. Atme ein, rechts hoch, rechts gestreckt. Und aus, wieder runter. Nochmal die Füße und die Knie zusammenbringen. Nochmal Utkatasana. Bring dein Gewicht nach hinten auf die Ferse. Po angespannt. Arme nach hinten, öffne deine Brust. Und jetzt die Arme nach vorne, Blick nach oben. Ein Tadasana und aus. Samashiti. Nochmal kleiner Schritt nach vorne.
Hände vor deine Brust. Fühl wieder die Kraft durch die Beine, die Füße. Erde dich. Und nochmal einatmen, Arme hoch. Ausbeugt die Ellbogen. Ein, wieder hoch. Handfläche nach vorne, atmen aus. Und ein, öffne deine Brust. Aus, Räuberleiter. Ein, ganz tief, kräftig. Und mit einer Ausatmung wieder nach vorne. Beugt die Knie, bring die Arme nach vorne, Nacken entspannt. Und aus, langsam wieder runter, rechte Hand vor deine Füße. Atme ein über links. Aus, wieder runter. Und atme aus über rechts, rechte Bein gestreckt. Und aus, wieder zurück. So, Liegestütz. Bleibe mal wieder hier. Auf die Zehen. Steißbein nach unten. Kräftige Beine, Bauch und langsam aus, Chaturanga Dandasana. Ein, bleib in dein herausschauenden Hund, Fußspanne in deine Matte, zieh dein Schambein hoch und aus, herabschauenden Hund. Und noch ein bisschen bewegen. Und Arme aus, komm in Vierfüßler. So, dreh dein rechter Unterschenkel nach außen, streck das linke Bein nach hinten. Und dann hast du jetzt Knie, Hand, Knie und Fuß in eine gerade Linie, Fuß nach hinten gedreht. Arme ein, öffne dich über die ganze linke Seite, Arm über deinen Kopf und versuch die Hüfte mitzudrehen. Hüfte, Schambein Richtung Decke zu drehen. Drück dich hoch durch deinen rechten Arm. Nacken entspannt. Mach dich lang durch die Fingerspitzen, durch die Zehenspitzen. Und aus, wieder runter. Jetzt die andere Seite. Rechtes Bein gestreckt nach hinten. Atmen ein. Lass es fließen, dreh die Hüfte Richtung Decke, Bauchnabel nach innen und spür die Länge. Und aus, wieder zurück nach vorne, Vierfüßler. Und nochmal in deinen Vierfüßler. Einatmen in Kuh, Steißbein hoch, Schulterblätter zusammen. Atmen aus in Katze. Ein Kuh. Aus Katze. Und noch einmal Kuh. Und dann komm zurück zur Mitte, neutral, vier Füßen, atme ein, rechter Arm nach vorne. Bei der Ausatmung rechts unter links und komm auf deine rechte Schulter. Bring deinen linken Arm nach vorne, über die Fingerspitzen. Knie und Hüfte gerade übereinander positioniert. Und entspann dich. Jede Ausatmung, ein bisschen loslassen, genießen. Und alles wegatmen. Bring deine linke Hand wieder zurück und drück dich wieder hoch in Vierfüßler. Atme ein, links nach vorne. Und aus, links unter rechts, komm auf deine linke Schulter, bring deinen rechten Arm nach vorne, mach dich lang über die Fingerspitzen, fühl die Dehnung bis in deine Achselhöhle, Steißbein hoch, und immer noch die Knie gerade unter die Hüfte,
Bauchnabel nach innen. Und auch diese Seite, genieß das Gefühl. Langsam deine rechte Hand wieder zurück in dein Vierfüßler und dann setz dich hin. Sitzende Haltung. Und nochmal eine leichte Vorbeuge. So, die Beine leicht gebeugt, Knie leicht gebeugt. Bring mal die Füße zusammen. Lange Rücken, Bauchnabel nach innen. Und bei der Einatmung, letzte Einatmung, bevor du nach vorne kommst, versuch richtig Raum zu machen zwischen deinem Becken und die untere Rippen. Versuch das richtig hochzuziehen. Ein Arm hoch, bleibe hier, Atme aus. Nächste Einatmung, Bauchnabel nach innen, Brust Richtung Decke. Und aus, komm nach vorne. Greif die Füße, entspann die Schulter, nicht von deiner Schulter nach vorne ziehen. Nacken entspannt. Deine Vorbeuge. Und nur so tief, wie das geht. Versuch vielleicht die Füße jetzt langsam nach vorne zu bringen. Achte darauf, die Füße bleiben zusammen und die Zehen zeigen Richtung dein Kopf, die Ferse sind nach vorne gedrückt, sodass die Beine aktiv bleiben. Und immer mit deinem Oberkörper auf die Oberschenkel, die Rippen auf deine Oberschenkel. Genieß deine Vorbeuge, sei zufrieden, wo du bist. Und atme tief und kräftig ein und aus. Langsam, locker. Und mit einer Einatmung und komm langsam wieder hoch. So, und dann komm nochmal in einen Vierfüßler. Und von einem Vierfüßler in einen Liegestütz. Mal. Atme aus, Chaturanga Dandasana. Atme ein, heraufschauender Hund. Bleibe wieder in deinem heraufschauenden Hund. Versuch nicht, dein Po zu viel anzuspannen, aber versuch richtig, mit deinen Bauchmuskeln dein Schambein hochzuziehen Richtung Decke. Und aus. Nochmal in Kindhaltung. Rücken nochmal lang. Über die Fingerspitze nach vorne. Schaukel dich nochmal von links nach rechts. Und dann mach dich jetzt fertig für Entspannung. So, leg deine, greif die Knie, um dich langsam abzurollen und dann entspann deine Beine, deine Arme und lass die Füße etwa nach außen rollen, entspannt, vielleicht nochmal die Hüfte ein bisschen bewegen, Arme, die Handfläche nach oben, sodass die Schultern sich am besten entspannen können. Wir kommen zusammen in Shavasana und ich werde mich langsam leise verabschieden. Die Augen geschlossen. Fühl deinen Atem in deinen Bauch. Fühl, wie dein Bauch sich bewegt. Entspann deine Kiefer, deinen Mund und leg deine Zungenspitze hinter deine Schneidezähne ab. Ganz locker und atme weiter durch die Nase. Fühl, wie dein ganzer Körper zur Ruhe kommt.
die Muskeln sich entspannen, die Sehnen, die Faszien. Und spüre deinen Körper von innen aus. Wenn die Gedanken wieder kommen, schieb die zurück zur Seite. Und bleibe dir bewusst deinen Atem, deines Körpers und dein Gefühl, dein Hier und Jetzt. Genieße dein Shavasana. Namaste.